Hallo und schön, dass ihr auch im neuen Jahr wieder da seid. An dieser Stelle auch nochmal von uns ein frohes neues Jahr und viel Erfolg bei all den ganzen Sachen, die ihr euch vorgenommen habt und die ihr euch vielleicht noch nicht vorgenommen habt. Wir drücken euch die Daumen, dass das ein gutes Jahr wird. Natürlich waren wir auch wieder im Stadtrat für euch. Das war noch der letzte Stadtrat von 2019 und aufgrund von Weihnachten, Silvester jetzt ein bisschen verspätet das Video, aber hier ist es. Worum ging's? Großes Thema war nicht das Schwimmbad und dementsprechend die Bude war voll. Also so voll, dass oben noch auf dem Rang dann noch Plätze freigemacht wurden. Da konnte man wohl, wie es rauskam, relativ wenig hören und natürlich auch schlecht seine Fragen stellen. Aber es waren alle Plätze einfach voll, die Leute standen. Also man merkt auf alle Fälle, hier sind die Delitzscher sehr, sehr interessiert, was mit ihrem Bad passiert und wie da die Zukunft ist. Es ging natürlich los mit der Bürgerfragestunde. Da wurde einmal noch gefragt, was denn jetzt mit diesen, mit den Weiden ist, die gefällt werden sollten, weil es ja hieß, die sollen jetzt nicht mehr gefällt werden, aber einige sind jetzt immer noch markiert. Da hieß es aber von Seiten des Oberbürgermeisters, dass dort nichts weiter gefällt werden soll. Und dann hat auch noch die Initiative Schwimmen in Delitzsch, die SID, ihren Fragenkatalog vorgestellt. Den haben sie nicht vorgelesen, aber den Katalog an sich direkt übergeben, um dann mit der Bitte auf eine schriftliche Antwort. Da waren einige Fragen dabei. Da müssen wir jetzt einfach schauen, was der Bürgermeister darauf antwortet und was dann beim nächsten Treffen oder vielleicht beim übernächsten, je nachdem wie lange das dauert. Immerhin war die Verwaltung jetzt auch in den Weihnachtsferien, was da auf diese Antworten rauskommt. Und dann kam nochmal die Frage, was denn mit den Jugendlichen in Delitzsch ist. Da es keinen Platz gibt, wo sie sich nun wirklich aufhalten können und jedes Mal die Polizei gerufen wird wegen Ruhestörung, da hat der Oberbürgermeister aber darauf hingewiesen, dass es in Delitzsch zwei Clubs gibt, dass es um die 100 Vereine gibt und dass es laut seines Erachtens genug Möglichkeiten in Delitzsch gibt, wo sich Jugendliche aufhalten können und wo sie ihre Freizeit gestalten können. Das war's dann mit der Bürgerfragestunde. Weiter ging es mit der Informationsvorlage des Schwimmbads. Um den Rahmen nicht zu sprengen, haben wir an dieser Stelle ein extra Video für euch gemacht. Also alles zum Thema Schwimmbad in diesem Video hier oben. Schaut einfach rein, schaut euch die Zahlen an, die Informationen. Und vielleicht hilft das euch auch nochmal ein bisschen, eure Meinung zu finden. Jetzt im Januar, Februar soll es dann am Stadtrat weitergehen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Weiter ging es dann auch nochmal beim zweiten Punkt mit der neuen Satzung der Bibliothek. Die wurde einstimmig angenommen. Und am dritten Punkt das Konzept des Bürgerhauses. Denn wie wir wissen, der Pächter geht nun. Und wie soll das weiter betrieben werden? Die CDU hatte ja in einem Antrag die Stadtverwaltung aufgefordert, ein tragfähiges Konzept vorzulegen. Hier wurde jetzt ein Konzept vorgelegt, was eher so eine Übergangsmöglichkeit erstmal ist, bis sich wirklich ein klares Konzept oder eventuell jemand, der das übernehmen will, findet. Denn letztendlich steht in diesem Konzept nur drin, die Stadt macht das weiter, ohne die Gastronomie, also Küche fällt raus, so dass dann weiterhin Vereine, Privatpersonen, Veranstalter diesen Saal anmieten können und im Bürgerhaus weiter Veranstaltungen durchzuführen, sodass dieses Bürgerhaus eben nicht wegfällt. Denn, was ja schon mal gesagt wurde, das Problem ist natürlich, wenn das Bürgerhaus einmal dicht gemacht wird und dann wieder aufgemacht werden soll, dann gibt es etliche verschiedene Rahmenbedingungen, die es jetzt so nicht gehabt, weil es halt noch offen ist und das dementsprechend keine neue Eröffnung ist. Also deshalb ist es schon sehr, sehr wichtig, dass das Bürgerhaus dort so weiter betrieben wird. Und ja, da kam von die Linke der Einwurf, dass das ja Mist sei, was hier die Verwaltung vorgelegt hat, weil es kein Konzept ist und ob sich das Ganze überhaupt lohnt. Denn so hieß es von die Linke, 8.000 Euro im Monat dafür, dass dort kaum jemand drin ist, lohnt sich das überhaupt? Da muss man sagen, diese 8.000 Euro, das stimmt nicht ganz. Die Verwaltung hat geschrieben, aktuell kostet das den Betreiber ca. 8.000 Euro im Monat an Betriebskosten, da ist aber die Küche mit drin.
Die genauen Zahlen hat die Stadt noch nicht, aber die Verwaltung geht aus, dass die Küche ungefähr 50% der Kosten ausmacht. Somit wären es nur noch 4.000 Euro im Monat, die die Stadt halt eben jetzt aufbringen muss als Betriebskosten, um dieses Bürgerhaus weiter zu betreiben. Es gibt bereits Interessenten, es sind Sachen in der Prüfung, da müssen wir jetzt einfach, der Kfz-Mechaniker würde sagen, weiterfahren, beobachten. Ja, schauen, wie sich das entwickelt. Fakt ist, wenn es, wie gesagt, einmal dicht gemacht wird, dann kriegt man es sehr schwer wieder auf. Und da denke ich, es ist doch ganz eine ganz gute Sache, dass da die Stadt jetzt erstmal vorübergehend diesen Kompromiss gefunden hat. Und so wurde der Beschluss auch mehrheitlich dann vom Stadtrat angenommen. Weiter Punkt 4, es gab einen neuen Vertrag zum Thema Telekommunikationsgeräte. Also die Stadt soll neue Telefone bekommen und alles, was dazugehört. Das wurde einstimmig mit Ja beschlossen. Und in Punkt 5 ging es dann nochmal um die Turnhalle der Grundschule DH Ost. Da gab es wohl Probleme mit der Lichttechnik, da gab es wieder einen neuen Vertrag, damit dieses Licht gewartet wird, damit das dort weitergeht. Da gab es ein paar Fragen, wie es denn sein kann, dass das so jung ist, aber jetzt schon die Probleme sind. Da wollte man nochmal nachhaken. Letztendlich einstimmig angenommen. Das Geld ist also bereitgestellt, damit die Grundschule wieder in modernem Licht erstrahlen kann. Dann kommen wir auch schon zu Sonstiges. Bei Sonstiges war das ganz, ganz große Thema die Gerichtsverhandlung. Denn die SPD und die Linke, die haben ja geklagt über die Besetzung der Ausschüsse in Delitzsch und haben in der ersten Instanz Recht bekommen. Und die Stadt Delitzsch, in dem Fall also der Oberbürgermeister, hat Widerspruch eingelegt und so geht es um die zweite Instanz. Und solange wie das nicht geklärt ist, darf nicht in den Ausschüssen gearbeitet werden. Das heißt, die Möglichkeit, die die Stadt zum Beispiel hat, wenn sie was vorbesprechen wollen vom Stadtrat, ist eine nicht öffentliche Stadtratssitzung einzuberufen. Das ist natürlich deutlich schwieriger, wie im Ausschuss zu arbeiten. Und da kam seitens von der SPD die Frage, warum wir denn nicht endlich in den Ausschüssen weiterarbeiten können. Eben durch die Klage, durch die SPD und die Linke. Da muss man jetzt das Gerichtsurteil abwarten und schauen, was dort in der zweiten Instanz gesagt wird. Die SPD wirft dem Oberbürgermeister vor, keinen Beschluss gehabt zu haben, um in den Widerspruch zu gehen. Der Oberbürgermeister weist dies aber zurück mit Verweis auf die Hauptgeschäftsordnung der Stadt Delitzsch, wo drin steht, dass er sowas als Oberbürgermeister tun darf, in dem Fall, wie es dort passiert ist. Also letztendlich, auch wieder, wir müssen warten und gucken, was rauskommt, was passiert vor Gericht. Und im Zweifelsfall heißt das natürlich, wenn auch in der zweiten Instanz die Kläger Recht bekommen, dann müssen natürlich die Ausschüsse neu besetzt werden. Das war's schon wieder. Soweit zur Dezember-Stadtratssitzung 2019. Am 30. Januar geht es dann wieder weiter mit der ersten Stadtratssitzung im neuen Jahr. Wir sind gespannt. Bleibt auf unserem Kanal und ihr erfahrt, was passiert. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal, klickt hier für noch mehr Videos und bei Fragen zu irgendwelchen Themen, die wir hier ansprechen, zu Beschlüssen und so weiter, dann schreibt es uns in die Kommentare, erzählt uns, was ihr für Fragen habt, was ihr auf dem Herzen habt und wir freuen uns drauf, euch das beantworten zu können.